Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Modul. In diesem Modul geht es jetzt richtig ans Eingemachte, wie du skalieren kannst mit System und viele Wege führen nach Rom. Aber ich werde hier einfach mal es so einfach wie möglich und so klar und so strukturbehaftet wie irgendwie nur möglich hier mal dir mitteilen. Insgesamt gibt es drei verschiedene Phasen und ich werde hier einfach das genauso wiedergeben, so wie ich es eben auch gemacht habe und schon mit vielen auch meiner Kunden sehr erfolgreich. Letztendlich gibt es drei Stufen der Skalierung, die meine Kunden, insbesondere die Kunden betreffen, die ich begleite von mehr oder weniger null an, also dass sie quasi sich noch selbstständig machen erstmal oder nebenbei oder schon sind oder wie auch immer, auf jeden Fall noch ganz am Anfang stehen. Per Definition, in der Regel haben sie 12.500 Euro eingezahlt, mit etwas Glück sogar die 25.000, um eine GmbH zu gründen. Aber häufig ist da noch nicht sehr viel mehr Geld drin in der GmbH. Und in dieser Phase befinden wir uns jetzt, und es soll eben darum gehen, wie du deinen ersten 250.000 Euro Umsatz machst innerhalb von 12 Monaten. Und das ist ein sehr realistisches Ziel. Das ist besonders in der IT-Branche in keinsten Fall zu hoch gegriffen. Also man könnte da auch eine andere Zahl hinschreiben. Man könnte auch sagen 250.000 bis eine halbe Million, weil wir hier eben in der IT-Branche nochmal auch von ganz anderen Umsatzvolumina in der Regel sprechen. Wenn du jetzt so mehr so der Digitalexperte bist, das heißt, du gehst mehr in so Richtung Webdesign oder Webentwickler oder ähnliches, dann sind meistens die Auftragsvolumina etwas niedriger, aber auch hier, oder die Tagessätze und so weiter, aber auch hier sind 250.000 Euro auf jeden Fall super realistisch. Und in dieser ersten Phase soll es letztendlich mal darum gehen, dass wir so schnell wie nur irgendwie möglich dahin gehen, dass du nicht mehr alles machen musst, weil du bist der absolute Bottleneck. Das musst du mal verstanden haben. Und wenn du da keinen Fokus drauf legst und nicht alles wirklich darauf gibst, dass du so schnell wie möglich dir Hilfe holst, sei es intern oder extern oder Freelancer, da reden wir jetzt im Detail in den ganzen Modulen hier drüber, dann wirst du nie wegkommen von der Position, dass du letztendlich, du hast wahrscheinlich davor als Angestellter schon als Entwickler oder ähnliches gearbeitet, letztendlich weiterhin ein Angestellter sein wirst, der einfach nur Rechnungen stellt. Punkt. Ja? Das heißt, ob du eine GmbH hast oder ob du keine GmbH hast, eine Personengesellschaft bist, ein Einzelunternehmer oder Angestellter, ist letztendlich unterm Strich scheißegal. Es ist wichtig, wie du dich als Unternehmer identifizierst, welche Identität du annimmst, ja, und deine Identität, wenn sie bis jetzt Angestellter war und du warst ein sehr guter Angestellter, ein sogenannter A-Player, dann warst du eigentlich schon immer so was Ähnliches wie ein Unternehmer im Unternehmen. Ja? Also selbst innerhalb einer bestimmten Rolle wie Arbeitnehmer, Freelancer. Ich unterscheide bei Freelancer immer die Freelancer, die letztendlich Angestellte sind, die nur Rechnungen stellen, also den Freelancer A und den Freelancer B. Und der Freelancer B ist so ein sogenannter Top-Freelancer, das ist jemand, der sich die Kunden selber holt. Und dann jemand, der zum Unternehmer langsam wird, das heißt, er holt sich die ersten Leute, wo er eben Aufgaben auch abgibt, sodass er eben nicht mehr der absolute Bottleneck ist und sich nicht ständig mit Dingen beschäftigt, die gar nicht seiner Kernkompetenz zugehörig sind. Ja, das heißt, letztendlich, ob du das alles machst mit einer GmbH hinten dran oder als Einzelunternehmer, ja, ist erstens mal völlig egal. Ja, wenn du es nicht hinbekommst, dass du dich löst von der Identität an Arbeitnehmer, Freelancer A, Freelancer B, Unternehmer, dann spielt es auch keine Rolle, was du auf dem Papier sozusagen repräsentierst. Okay. Ich sage das einfach nur ganz klar und deutlich dazu, denn manche sind der Meinung, wenn sie schon während sie Angestellte sind, zum Beispiel eine GmbH gründen, dass sie dann automatisch Unternehmer sind. Das sind sie nicht. Ja? Also es gehören einfach ganz viele weitere Dinge dazu. Und die eine wichtige Sache, über die wir jetzt sprechen wollen und die meiner Meinung nach vielleicht die wichtigste überhaupt ist, ist die Klassifizierung von Aufgaben. Ja? Und da unterscheiden wir von grundsätzlich mal Low-Complexity-Tasks, Medium-Complexity-Tasks
und High-Complexity-Tasks. Und in der Regel ist es so, dass hier die 80-20-Pareto-Regel sehr häufig sehr stark zum Tragen kommt. Das bedeutet manchmal sogar mehr, manchmal auch weniger. Bedeutet im Klartext, dass die Low-Complexity-Tasks, die häufig nicht mal zu deiner Kernkompetenz gehören, häufig 80% oder mehr deiner Zeit in Anspruch nehmen. Dazu gehören Sachen wie Buchhaltung, dazu gehören Sachen wie Setting Calls in der Kaltakquise. Ja, das hat mit deiner Tätigkeit als Entwickler überhaupt gar nichts zu tun. Wenn du es gerne lernen möchtest, okay. Ja, aber wenn es dein Ziel ist, so schnell wie nur irgendwie möglich auf die 250.000 bis 500.000 Euro Umsatz innerhalb eines Jahres zu kommen, wenn du heute gründest, ja, dann beschäftige ich um Gottes Willen nicht mit so Sachen wie Setting Calls. Ja. Kaltakquise oder generell verkaufen, ja, aber nicht mit den Setting Calls. Ja. Also quasi 20 Anruf-Wahlversuche pro Stunde, ja, 8 Stunden lang am Tag, damit du unterm Strich vielleicht ja, mit 10 oder 15 Entscheidern sprichst, von denen dann vielleicht 3 oder 4 mit dir einen Termin buchen, von denen dann vielleicht 1 oder 2 von dir einen Workshop buchen. Ja, das komplette Ding, das solltest du unterteilen in Prozessstücke und die so schnell wie irgendwie möglich abgeben, entweder an virtuelle Assistenten, Freelancer, Studenten, sonstiges. Auf jeden Fall, all diese Möglichkeiten werden wir hier in diesen 3 Modulen ausführlich und eingehend beleuchten und da freue ich mich jetzt schon drauf. Bestimmt gibt es da einige oder andere Aha-Effekte für dich. Bis zum nächsten Modul dieser Lektion. Ich freue mich auf dich. Ciao, dein Thomas Klein.